Marie, die war ne reizende Merjell und war sich ihnen ungemein reell. Von ihrem ersten Ball kam sie nach Hause morgens 8 Uhr früh. Der Vater sagte zu ihr: Here, erzähl mir, wo du warst, du Jere. Mariechen sprach: Da war ja weiter nicht. Der lange Schlags, der immer bei uns fischt, der hat mit mir getanzt und immer zu. Wo ich nur war, ließ ihr mir keine Ruhe. Ich wollte fort durch eine Hintertiere, da fasste er mir mitten um die Niere und sagte: Freilich, nee, sind sie auch primlich. Und gab mir gleich ein Kisschen, da blieb ich noch ein bisschen. Und außerdem war mir ganz eigentümlich. Marie, die traf sich heimlich mit dem Schlags, und sie erfuhr, er hieß mit Namen Max. Sie setzten sich auf eine Bank und saßen darauf stundenlang. Die Mutter sprach am nächsten Morgen: Mariechen, du machst mir Sorgen. Mariechen sprach: Was ist denn du schon viel? Von unten war es ganz abscheulich kiel. Von oben aber hat er mir geküsst, wodurch es einem gleich viel wärmer ist. Ich sagte: Max, du darfst mich nicht so drücken. Du bist so stark, du wirst mich noch ersticken. Ich lob der Lorbas, ach, der liebt mir ziemlich. Eins kann ich nicht verstehen, so wie ich ihm tu sehen, dann wird mir plötzlich ganz, ganz eigentümlich. Die Mutter sprach: Wenn du meine Tochter bist, na, da heiratst ihn, dann weißt du, wie das ist. Und zu dem Max sprach sie: Sie Mann, sie rühren sie mit der Marjall nicht an. Das Kind ist nicht mehr zu gebrauchen. Mariechen wird ihr liebes Frauchen. In 7 Wochen wird die Hochzeit sein. Der Max, der Schlags, der fiel doch darauf rein. Zur Hochzeit Raps zu essen, das war doll. Das ganze Dorf schlug sich die Plauze voll. Am Tage nach der Hochzeit sprach Mariechen: Ich bin so müde, ich kann kaum mehr kriechen. Das macht vielleicht die Luft, die war so schwiemlich. Doch eins, das muss ich sagen, jetzt kann ich nicht mehr klagen. Und mir ist gar nicht mehr so eigentümlich.